Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel King. Und in der heutigen Folge geht es mal nur um Kinderspiele. Ich freue mich drauf. Ja, in der heutigen Folge soll es tatsächlich mal wieder um etwas anderes gehen. Wie ihr es gewohnt seid, bringen wir ja so alle halbe Jahre mal eine kleine Auswertung raus. Unser Kind wird ja auch älter und dementsprechend ändern sich auch die Spiele, die wir mit ihm spielen. Und wir haben jetzt ein Riesenpaket von Asmodee bekommen als Rezensionsexemplare. Wir haben ein kleines Special bekommen als Rezensionsexemplar. Und Moment, jetzt habe ich, eins habe ich glaube ich vergessen, was auch noch ein Rezensionsexemplar war. Nö, ist alles Asmodee. Also der Großteil ist tatsächlich von Asmodee und wir werden jetzt einfach mal wieder darüber sprechen, was unserem jetzt 5,5-jährigen Kind so gefällt. Und was von den Spielen, wir werden es danach ein kleines bisschen sortieren, dann könnt ihr für euch einschätzen, ja, ist cool, könnte auch unserem Kind gefallen oder könnte unserem Kind nicht gefallen. Also mal wieder eine kleine Special Edition bei uns zu Hause. Mhm. Deswegen bin ich auch wieder mit dabei, weil es um die Kinderspiele geht. Und die Qualität der, also entschuldigt bitte, wenn die Qualität der Beleuchtung nicht dem Gordon-Standard entspricht. Wir sind halt bei uns zu Hause und nicht im Studio. Und den Anfang heute macht ein sehr witziges Spiel und zwar Hopp, Hopp, Hühnerhintern. So verrückt, weißt du, wie laut ist es? Habe ich doch vorhin gesagt, hast du gesagt, soll ich machen. So, und den Anfang macht ein sehr lustiges Spiel und zwar Hopp, Hopp, Hühnerhintern. Hier geht es also darum, ein bisschen aktiv zu werden. Dieses Hühnchen beinhaltet einen Würfel. Ich würfel jetzt nicht, weil es ist zu laut. Und je nachdem, was der Würfel zeigt, müssen unterschiedliche Aktivitäten gemacht werden. Etwas fünfmal um alle anderen rum. Also man setzt sich dazu auf den Boden, dass man dann im Kreis laufen kann. Oder aber man muss ein Stück laufen und Hopp, Hopp, Hühnerhintern sagen oder sich ein lustiges Wort ausdenken. Also es gibt immer drei Karten, die liegen dann vor einem und je nachdem, was man würfelt, muss man dann halt eine bestimmte Aufgabe erledigen. Alles spielt nach Zeit, weil irgendwann fängt dieses kleine Hühnchen hier an. Es gackert erst leise und irgendwann wird es lauter. Und wenn es laut gackert, der das dann gerade hat, der davor sitzt, ne, der hat dann gewonnen. Also der es als letzter weitergegeben hat. Bock. Bock. Ich glaube, ich schneide einfach aus dem Audio raus, was du sagst und lasse nur das Bock Bock drin. Ja, es ist auf jeden Fall sehr witzig. Es ist ein bisschen, es geht um Zeit, man muss sich beeilen. Es ist lustig, man bewegt sich. Und hier steht auch immer auf den Spielen unten drauf, ganz niedlich, ein hektisches Spiel mit Springen, Lachen und vielen Tiergeräuschen und insgeheim ein kleines bisschen Training. Das trifft es ganz gut, finde ich. Ja, ist von Kitten Games, was auch über Asmodee rauskommt. Also eins der Spiele, die wir über Asmodee bekommen haben. Ja. Das ist ein gutes Spiel, wenn man 2 oder 3 Kinder da hat und mit denen einfach so ein bisschen Aktionismus-Spiele oder ein Aktionismus-Spiel spielen möchte. Draußen die Decke hingelegt und dann das Spiel rausgepackt. Ein bisschen Platz braucht er. Also wenn er jetzt wirklich nur in der Neubau-Wohnung sitzt und alles ist relativ vollgestellt, dann ist es schwierig. Man muss um alle rumlaufen können. Das ist halt wichtig. Genau. Ansonsten sorgt es wirklich auch bei Erwachsenen für viel Gelächter, bei dem ganzen Blödsinn, den man machen muss. Meine Lieblingskarte ist, denk dir irgendein Fantasiewort aus. Und unter Zeitdruck sitzen manche Leute da und kriegen es halt gar nicht mehr hin. Mir fällt nichts ein. Sehr witzig. Ja. Drauf steht ab 4 Jahren für 2 bis 6 Personen. Und wir haben es auch schon, also zu zweit haben wir es nicht gespielt. Nee, zu dritt haben wir es gespielt und ansonsten mehrfach zu viert und zu fünft. Also das kam schon öfter auf den Tisch. Zu sechs fand ich ein bisschen übertrieben, dafür gackert das Huhn nicht lange genug. Genau, da ist dann nicht mehr so cool. Ja. Aber es macht Spaß. Schönes Spiel. Ja. Hopp, hopp, Hühnerhintern. Kommen wir zu Schrecklich schöne Eiscreme. Auch von den Kitten Games. Die Kitten Games sind alle für Kinder ab 4 Jahren, um das an der Stelle nochmal zu erwähnen. Und Schrecklich schöne Eiscreme. Was ist der Lerneffekt? Warte mal, wo hast du das gefunden? Hier unten? Vorne? Nee, da steht's hier steht es irgendwie nicht so richtig gut. Nee. Da steht's nicht drauf. Ein Kartenspiel für Kinder. Also, der Sinn des Spiels ist, ihr habt diese Marken, eine insgeheim etwas über Strategie. Naja, kann man behaupten, aber das Kinder können das, glaube ich, noch nicht so richtig greifen. Ihr habt eine Eiswaffel und wollt die mit 9 Kugeln vollkriegen. Der erste, der 9 Kugeln hat, der gewinnt.
Dann zieht ihr jede Runde von einem Stapel, also auf einem Stapel liegt immer eine Eiskugel drauf und auf der Rückseite der Eiskugel sind drei mögliche von diesen Tieren hier drauf oder von diesen Eiskugeln. Also mal angenommen, ihr habt diese drei drauf, dann müsst ihr sagen, was ihr denkt, was auf der Rückseite ist. Und wenn ihr nicht recht hattet, dann legt ihr das auf dem Tisch zur jeweiligen Kategorie und beim nächsten Mal, wenn sowas halt kommt und man richtig getippt hat, dann ist die Belohnung größer. Oder ihr dürft euch den entsprechenden Stapel nehmen, wenn ihr halt ein Match hattet. Relativ einfach, zieht so ein kleines bisschen darauf ab, dass man Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein bisschen versteht, also einfach sagt, okay, das eine kam jetzt schon extrem oft, will ich das Risiko eingehen und sage das nochmal in der Hoffnung, dass ich den großen Stapel kriege oder sage ich eher was anderes, weil die Wahrscheinlichkeit dafür höher ist. So kann man es natürlich auch als Erwachsener ganz gut machen, wenn man sagt, ich habe jetzt schon zwei Runden gewonnen oder so, ich will nicht, dass es hier komplett eskaliert. Und mein Kind ganz traurig ist. Will das Kind auch mal gewinnen lassen, dann kann man da auch schon mit Absicht immer das nehmen, was gerade am unwahrscheinlichsten ist oder wo man nicht viele Kugeln bekommt. Oder das spielt sich extrem schnell runter, so eine Runde dauert vielleicht 5 Minuten und unserem Großen hat es gut gefallen. Also haben wir schon einige Runden gespielt, spielt man meistens so 5 Runden hintereinander und das fetzt und er freut sich. Wie gefällt es dir? Ja, ich finde es auch niedlich. Auch diese Sondereiskugeln sind halt keine normalen Eissorten, sondern halt Monster. Niedlich gemacht. Ja. Und gemein ist, man kriegt Hunger auf Eis dabei. Ich nicht. Das nächste Spiel. Ich schon. Sind meine Eltern Marsmenschen? Auch wieder Kitten Games ab 4 Jahren. Hier steht jetzt und insgeheim etwas über Teamwork lernen. Hier geht es also darum, die Eltern bilden ein Team, die Kinder bilden ein Team und die Eltern müssen den Kindern mit einsilbigen Worten Begriffe erklären, die auf einer Karte stehen. Alles natürlich nach Zeit, also es ist eine Sanduhr dabei. Klingt nicht so schwer, ist auch, man muss sich erstmal als Eltern auch drauf einstellen. Und das heißt, sind meine Eltern Marsmenschen? Weil natürlich die Eltern anfangen, komisch zu reden, weil sie nur einsilbige Wörter sagen dürfen. Also es hat so ein bisschen Tabu-Vibes, ne? Nur dass man halt, also bei Tabu steht ja drauf, welche Wörter darfst du nicht sagen, um den Begriff zu erklären. Und hier ist halt die einzige Bedingung, du darfst nur einsilbig sprechen, um den Begriff zu erklären. Ja, es ist schwierig. Wir haben es gespielt mit Freunden zusammen und im Laufe des Spiels wurde es dann besser. Wir haben uns auch, die Elternpaare haben sich etwas gegenseitig unterstützt, wenn die Worte gefehlt haben. Die Kinder haben sich gefreut. Wir haben es zusammen gespielt mit einer Kita-Freundin von unserem Großen. Die ist jetzt 6 geworden. Die hat es schon noch ein bisschen besser verstanden als Sam. Also ich glaube, Sam war so ein bisschen verwirrt davon, wie Mama und Papa komisch reden. Was ja zum Titel des Spiels passt. Ja, aber er konnte damit wenig anfangen. Das hat sie schon deutlich besser hinbekommen. Also ab 4, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch ab 4 noch besser, weil die Kinder da noch mehr in der Richtung auch selber reden. Ich weiß es nicht. Also bei uns war das Spiel auf jeden Fall der Totalausfall von allen Spielen, die wir euch heute zeigen. Ja. Das war das Spiel, was am schlechtesten angekommen ist und am wenigsten Spaß gemacht hat. Das würde schon reichen, wenn man das als Erwachsene gegeneinander spielt, weil es ist unglaublich schwer, auf einmal einsilbig zu sprechen. Man muss sich wirklich konzentrieren und überlegt bei jedem Wort, was man sagt, ist das jetzt eine Silbe, sind das zwei, sind das drei, weil dann darfst du die Karte sofort ablegen. Das ist super schwer, so zu sprechen und für das Kind dann zu begreifen, wenn du so komisch sprichst und dich selber so konzentrierst, um da irgendwie ein Wort rauszufinden. Wenn du dann sagst, Sam, oben, Spaß, da. Und er versteht das nicht. Also für ihn war es nicht greifbar, für den Erwachsenen, also das Kind war frustriert. Für uns war es irgendwie an sich relativ witzig, uns als Erwachsene gegenseitig anzugucken, uns da einen abzustammeln. Aber für die Kinder war es kein schönes Erlebnis. Nee. Man müsste es wahrscheinlich öfter spielen, damit man überhaupt in der Lage ist, einsilbig so gut zu sprechen. Aber wer will das schon, wenn das Kind auch keinen Spaß dran hat? Und also das Spiel ist bei uns total durchgefallen, das war nicht schön. Mhm. Grundprinzip ist, die Kinder gewinnen auf jeden Fall, weil immer wenn der Begriff richtig erraten wird, kriegt das Elternpaar einen Punkt und die Kinder kriegen einen Punkt. Von daher haben die Kinder am Ende auf jeden Fall die meisten Punkte, weil sie ja von 2 Elternpaaren raten. Ja, aber insgesamt hat es uns nicht so überzeugt. Vielleicht gibt es ja von euch andere Erfahrungen, dann teilt die gern mit uns. Kannst du nicht einfach zu den Kommentaren aufrufen? Natürlich kann ich, siehst du doch. Vielleicht sind wir auch einfach zu doof dafür, für das Spiel. Lass ich mir hier den Holly vom Untersetzer nehmen. Apropos Holly!
Ja, Holy Energy, einfach kurzer Werbeeinspieler. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Energy Drink zum selber anmixen. Dafür könnt ihr auf der Holy-Seite, findet ihr alles unten in der Kommentarsektion, und über den eingeblendeten Code könnt ihr 10% auf eure Bestellung sparen oder 5 Euro auf eure Erstbestellung. Könnt ihr euch so eine Dose hier bestellen. Die kostet 35 Euro, glaube ich, so in dem Dreh. Und da sind 50 Energy Drinks drin, die ihr euch selber anmixen könnt. Und ja, die Hersteller sagen No Bullshit und dass da quasi kein weiterer Mist drin ist, der nicht drin sein muss, wie zum Beispiel Taurin. Darauf wird halt einfach verzichtet, weil die Wirkung nicht nachgewiesen ist. Sie sind alle zuckerfrei. Und was ich persönlich gut finde, ist, die Dosen werden in Deutschland hergestellt und es müssen nicht 50 zusammengemixte Dosen aus China im Container hierher geschippert werden, wenn die Dose hier einfach herstellbar ist. Ja, also ihr bekommt hier, unter Vorbehalt, falls nicht in einem halben Jahr ein Skandal rauskommt, bekommt ihr einen qualitativ hochwertigen Energy Drink. Immer im Hinterkopf behalten, dass Energy Drinks natürlich generell nicht die Grundnahrungsmittel sein sollten. Nein. Ich habe jetzt hier mal zwei Sorten mit dabei, die ich persönlich sehr lecker fand. Der Komodo Kiwi ist gerade rausgekommen. Der ist recht frisch. Ich weiß gar nicht, ob es die Melone noch gibt oder ob die schon ausverkauft ist, aber das waren auf jeden Fall mal ein Tipp für mich an euch. Zwei Sorten, die ich ziemlich sommerlich fresh finde, die mir gut geschmeckt haben. Die Melone ist tatsächlich auch schon mal auf dem Weg, alle zu gehen. Ansonsten komme ich meistens gar nicht hinterher, weil ich einfach so ein... Und ich trinke von Holy eher weniger die Energy Drinks, sondern mehr die Elektrolytgetränke. Heißt also ohne irgendwelche... Die Sportgetränke. Die Sportgetränke, genau. Ohne irgendwelche aufputschenden... ohne Koffein oder so, sondern halt wirklich nur Vitamine, Mineralstoffe. Also schaut da gerne mal rein bei Holy Energy. Bestellt was unter unserem Code, dann verdienen wir da auch was dran. Und für euch wird es günstiger. Und damit geht's weiter. Und dann haben wir jetzt mal ein Spiel, über das haben wir damals schon mal gesprochen, in einer Folge. Gordon und Annika haben da, glaube ich, ein Video drüber gemacht. Marvel United, hier mit der Erweiterung Spider-Verse. Across the Spider-Verse, Aufbruch ins Spider-Verse. Genau. Da würde ich meine Meinung von damals etwas revidieren. Warum habe ich das überhaupt mit in dieses Review aufgenommen, wenn wir schon mal ein Review darüber gemacht haben? Einfach, weil damals viele Leute von euch in die Kommentare geschrieben haben, dass sie es eher mit ihren Kindern spielen, aufgrund der Einfachheit des Spieles. Und da dachte ich mir, okay, dann gebe ich dem Spiel jetzt auch einfach nochmal eine Chance. Aufgrund dieser Kommentare eben, das haben wir jetzt gemacht. Und wir haben es mit unserem großen paar Runden gespielt. Ich meine, hier steht drauf, ab 8, glaube ich. Ab 10 sogar. Ab 10 sogar. Ja, ich mache den Deckel hier, dass er den noch... Worum geht es in dem Spiel? Ihr spielt einen der Marvel-Superhelden und sucht euch einen der Bösewichte aus. Und die Bösewichte laufen im Kreis durch die Stadt und verbreiten da Dummfug. Und ihr müsst die quasi zur Strecke bringen. Dafür habt ihr einen interessanten Kartenauslegemechanismus. Ihr legt jedes Mal eine Heldenkarte von euch und dürft bestimmte Aktionen der Heldenkarte vor euch mitbenutzen. Das heißt, ich kann auch schon mal mit meiner Frau absprechen, was lege ich als Karte hin, was ihr vielleicht hilft, wenn sie keine Bewegungskarte mehr auf der Hand hat, kann ich ja zum Beispiel eine Bewegungskarte mit ausspielen, und wenn ihre Karte danach kommt, kann sie meine eben mitnutzen. Und dann kommt halt alle drei Karten, die wir gelegt haben, oder später im Spiel alle zwei Karten, die wir gelegt haben, ist dann eben auch mal der Gegner dran und legt eine Karte und macht wieder was. Und jeder Gegner hat eine bestimmte Siegbedingung oder Niederlagenbedingung für uns, Siegbedingung für ihn, die er erfüllen muss, damit wir dann halt eben aus dem Spiel fliegen. Und wir müssen halt eben gucken, dass das nicht passiert, dass es nicht eskaliert, dass zu viele Verbrecher in der Stadt sind oder zu viele Leute entführt wurden oder halt seine spezielle Bedingung irgendwann erfüllt ist. Wir haben das mit Sam gespielt. Dadurch, dass es ein kooperatives Spiel ist, kann man natürlich gut mit den Kindern zusammenarbeiten. Marvel mit den ganzen Figuren findet er sowieso klasse. Ja. Man hat gemerkt, dass er mit zunehmendem Spielen, also wir haben es 4 oder 5 Runden gespielt, hat das immer besser verstanden, hat mich auch mal darauf hingewiesen, wenn ich was vergessen habe. Also das Grundverständnis war schon da. Er hat jetzt nach Runde 4 nicht mehr so richtig Lust auf das Spiel, weil er auch sagt, es ist ihm zu anstrengend, es ist ihm zu komplex. Ich meine, er ist 5,5, das Spiel ist ab 10. Ist okay. Wir haben Spaß damit gehabt, das hat ihm gefallen. Und ich finde halt ein kleines bisschen schade, dass in der Grundbox sind halt nur 3 Bösewichte drin. Und wenn du die halt alle einmal gespielt hast, du könntest sie nochmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, aber machst du eigentlich eher weniger. Also wäre Sam jetzt total begeistert davon, würden wir die auch schon nochmal ein paar Mal auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen. Für Erwachsene hat sich das dann in dem Moment erschöpft. Aber preislich gesehen kostet es, glaube ich, 40 Euro. Und wenn man es dreimal gespielt hat, hat man dreimal doch eine ganz coole Zeit mit dem Spiel gehabt.
Was ja auch schon viel wert ist. Und ich meine, es ist ja auch nicht dafür gemacht, dass man das endlos spielt und tausendmal. Mhm. Und es gibt ohne Ende Erweiterungsboxen. Da geht es dann irgendwann ein kleines bisschen ins Geld. Aber im Großen und Ganzen möchte ich meine Meinung zu dem Spiel revidieren. Es spielt sich gut runter, es fetzt, das Marvel-Team fetzt auch. Und die Figuren kann man auch anmalen. Ich mache mal einen kleinen Einblender davon. Ich habe schon ein paar davon angemalt. Das macht schon Spaß, weil die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind und super niedlich aussehen. Also für mich an sich ein cooles Spiel. Es ist okay. Es ist jetzt nichts, was ich auf einem großen Brettspielabend auf den Tisch bringen würde, um es mit allen Leuten zu spielen. Vielleicht als Absacker so, als klein, wenn man sich ein bisschen abspricht. Obwohl ich glaube, dass ab 4 Leuten wird es dann auch zu viel. Aber wenn ihr zu Hause Kinder habt, die so 8, 9, würde ich sagen, so ab dem Dreh und gerne Brettspiele spielen, dann könnte das schon echt was für euch sein. Ja. Und das Figurenbemalen fand Sam natürlich auch sehr interessant. Dass dann vor allem die Spider-Mans richtig cool aussahen. Die Spider-Mans und Hulk. Hulk ist ja ganz groß. Also da ist ja unser Kleiner, der ist 2. Hulk spielen. Muss man nur halt gucken. Ne? Also der nimmt halt die Figuren. Hulk spielen. Das hält die Farbe dann natürlich nicht aus. Ja. Aber so ist es. Ja. So viel zu Marvel United. Dann als nächstes She-Pop. Ein schönes Spiel von Space K.O. Auch von Asmodee? Auch von Asmodee, okay. Ab 5 Jahren, 1 bis 4 Spieler. Spielzeit stehen drauf 15 Minuten. Ich glaube, das passt auch. Hä? Du bist ja doof. Nein, wegen dem Holy Mensch, doch nicht wegen nur dem, was du gesagt ja. hast. Nein, es schmeckt schon. Ja, genau. 15 Minuten passen auch ganz gut. Spielprinzip grundsätzlich, es geht darum, über Würfel die Schafe sicher in ihr Gehege zu bringen und sie nicht von den Wölfen auffressen zu lassen. Über die Würfel bewegen sich die Schafe nach den Dame-Regeln, also sie können auch überspringen. Und die Wölfe bewegen sich immer im Kreis, also die haben einen vorgegebenen Kreis, auf dem sie sich bewegen. Und je nachdem, was gewürfelt wird, bewegen sich die Schafe oder die Wölfe. Und Ziel ist natürlich, möglichst viele Schafe zu retten und keine an die Wölfe zu verlieren. Ja. Also, nicht, dass hier einer was dazu sagt. Also, die bewegen sich schon nach den Dame-Regeln mit dem Überspringen etc. Aber hier darf man sich nur orthogonal bewegen, während sich man bei Dame ja diagonal bewegt. Also, das ist uns schon klar. Ja. Ja. Das hat unserem Großen sehr gut gefallen. Genau, das haben wir schon echt viel gespielt. Ja. Ja. Es gibt noch so ein paar Zusatzmechanismen, wie es dann ein bisschen schwieriger wird. Ja, ich finde er echt gut. Spielt er auch immer wieder mal gerne. Ja, weil man hat so durch, also man würfelt schon das meiste aus, was Kindern ja auch sehr viel Spaß macht, hat aber trotzdem noch individuelle Entscheidungen zu treffen, welche Schaf bewege ich, welche Risiken gehe ich ein. Also es ist so ein bisschen Risikomanagement schon dabei auch. Ja. Welche Schafe bewege ich jetzt auf das Wolfsfeld? Wenn ich noch einmal Wolf würfel, wäre es ja gleich weg, kann ich mir das leisten? Und wundert euch nicht bei dem Preis, ich glaube, es kostet 20-25 Euro oder so, aber man muss sagen, hier bin ich wirklich begeistert von der Qualität. Ich möchte es nur an dieser Stelle einmal zeigen. Also das ist hier mit Magnetclip zu. Und die Box ist gleichzeitig das Spielfeld. Das finde ich generell schon mal eine ziemlich gute Verwertung der Materialien. Ja. Und ansonsten habt ihr hier schöne Holztoken für die Schafe. Für die Schafe drin. Also das ist schon schön gemacht. Und um das Spiel interessanter zu machen, genau die Wölfe, um das Spiel interessanter zu machen, habt ihr dann halt noch die extra Token mit Tieren drauf, die noch besondere Fähigkeiten haben. Also Cheapop ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Wie wir alle finden. Oh, und es ist halt auch klein und handlich. Das heißt, es passt auch in den Rucksack von dem Großen einfach mal mit rein. Zum Mitnehmen, wenn er ja. Zu Oma und Opa fährt oder so. Und ich muss sagen, als Erwachsenen finde ich es auch ertragbar, das Spiel mal 2-3 Runden zu spielen. Ist jetzt, also hier, bis jetzt war noch nicht wirklich ein Spiel dabei, was man mit Erwachsenen auch spielen kann, außer wenn man sagt, Marvel United könnte man mal eine Runde spielen. Oder Hop Hop Hühner dahinter, je nachdem, wie sich der Abend entwickelt. Aber grundsätzlich ist das auch ein Spiel, also es ist jetzt nicht so erwachsen, aber mit den Kindern spielt es sich gut runter. Ja. So, und für euch jetzt gibt es erstmal jetzt den sogenannten Abo-Hubschrauber. Abo, 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 Abo. Patreon. Das alles wurde möglich gemacht durch Patreon. Okay. Gut. Was hast du jetzt? Kommen wir zum Highlight-Spiel von unserem Großen. Ja. Gumminis. So eine Art Deckbuilding-Spiel. Mhm.
Also ihr habt eine Zuckerbox, da sind so eine Art Gummitiere drin und jede Runde schiebt ihr da zwei raus. Und eben mit diesen farbigen Gummitieren, es gibt Zitrone, Apfel und Erdbeere, könnt ihr euch dann aus der Auslage neue Gumminis holen. Die lockt ihr dann sozusagen in eure Zuckerdose und die haben dann halt einfach mehr von Apfelsymbolen drauf oder von den Erdbeersymbolen oder auch mal gemixt. Und damit, wenn ihr die dann zieht in den Runden danach, also die schiebt ihr von oben in eure Zuckerdose rein. Relativ lustiger Mechanismus, finde ich, und mit dem unten, also eigentlich überflüssig, aber irgendwie ganz witzig. Ja. Hilft den Kindern so ein bisschen beim Mischen und den, also gemischt wird ja in dem Sinne nicht, aber den Stapel sauber zu halten und immer wieder nachzuziehen. Und wenn zwei Stapel leer sind, endet das Spiel und der mit den meisten Gumminis auf seinen Feldern, der hat halt gewonnen. Man muss auch immer gucken, es gibt Gumminis, die haben mehr Punkte und bringen euch dann aber kein Obst jetzt in dem Sinne. Also mit denen könnt ihr nichts einkaufen. Und das war halt auch so ein Learning, was der Große dann relativ schnell hatte, dass er festgestellt hat, okay, dann, wenn ich mir die gleich am Anfang hole, dann ziehe ich ja ständig leere und das bringt mir ja nichts. Als ich ihm das erklärt habe, dass das nicht gut ist, hat er das nicht verstanden. Aber als er sie dann gezogen hat, hat es Klick gemacht und der meinte, das ist ja voll nervig. Ja. Also das ist auch für Erwachsene recht interessant. Also wahrscheinlich, vielleicht kann man es als Warm-up-Spiel am Abend spielen oder so. Also wirklich Deckbuilding aufs Element runtergebrochen, also aufs Einfachste. Und für Kinder einfach mal so zum Lernen. Wie funktioniert das? Wie baue ich mir mein Deck zusammen? Was ziehe ich dann? Was ist gut? Was ist schlecht? Und was unseren Großen hier auf jeden Fall am meisten interessiert, also ab 6 steht hier drauf, ich zeige es nur einmal ganz kurz, ist, dass in dieses Spiel ein Legacy-Faktor eingebaut wurde. Ihr habt hier also so eine extra Büchsen mit drin oder kleinen Packungen und es stehen Bedingungen drin. Und wenn ihr die erfüllt habt, dann schaltet ihr quasi die Gumminis aus der nächsten Packung frei und mischt die dann in die jeweiligen Startdecks und ins gesamte Deck mit rein. Und das macht das Spiel auf jeden Fall für ihn super spannend. Also die ersten Runden wollte er unbedingt immer wieder spielen. Da war er richtig on fire und wollte die immer wieder spielen, um eben diese Boxen da zu öffnen. Also wenn ihr euren Kindern auch mal zeigen wollt, was ist denn so Legacy, dann das holt ihn hier ab. Also das hat es wirklich auch nachhaltig für ihn recht spannend gemacht. Jetzt haben wir alles eingemixt. Jetzt ist es ein bisschen abgeflaut nach 6-7 Runden. Wir werden es zeitnah mal wieder spielen. Bestimmt. Und es ist aber wir haben es halt echt ein paar Mal gespielt. Und vom Design her auch sehr niedlich gemacht. Ja. Also die sehen wirklich alle super niedlich aus, diese Gumminis, die da drauf sind. Das war auf jeden Fall das Spiel, was ihn am meisten bis jetzt abgeholt hat. Ich glaube halt aufgrund auch dieses Legacy-Faktors. Das war einfach super spannend. Ich kriege Hunger auf Gummibärchen, wenn ich das spiele. Ich kriege immer Hunger, ich weiß. So. Dorfromantik hat ihn ja damals auch gepackt, weil man ja da auch diese immer wieder auspackbaren Elemente hatte. Das fand er ziemlich cool. Gumminis. Könnt ihr euch auch mal angucken. Und jetzt gehen wir mal weg von den ungesunden Gummibärchen. Jetzt geht es um die Zähne. Die da nämlich rausfallen. Genau, auch alle Asmodee. Meine Zähne. Asmodee Kitten Games ab 4 Jahre, 2 bis 4 Personen, 10 Minuten. Hier haben wir also den Miff. Und der Miff, der verliert in der Nacht immer sein... Miff, nicht Milf. Miff. Miff. M-I-F-F. Genau. Der verliert in der Nacht immer seine Zähne. Dem hauen über Nacht die Zähne ab. Und damit er alle seine Zähne wiederbekommt, müssen wir ihm helfen. Dazu gibt es ein Drehrädchen. Je nachdem, was gedreht wird, werden dann halt Zähne ins Maul von dem Miff wieder reingesetzt oder es werden Zähne vom Zahnhaufen geholt oder wie auch immer. Ja, und wer zuerst alle Zähne im Miff wieder zurück hat, der hat gewonnen. Und hier steht, und wo du insgeheim etwas über Mathe lernst. Man muss schon so ein bisschen rechnen. Man darf Zähne dazu packen. Die Miff sind auch mit den unterschiedlichen Zahlen beschriftet. Jo. Also wer von euch von damals noch das Spiel des Lebens kennt, da hat man ja auch als Würfelersatz quasi dieses Drehrad gehabt, was ja auch eigentlich der coolste Part irgendwie war, an dem Ding zu drehen, so eine Art Glücksrad. Mehr hat der Spiel des Lebens ja nun wirklich nicht zu bieten. Und dieses Element haben sie hier einfach mal reingenommen. Ihr könnt hier dran drehen und je nachdem, wo das drauf zeigt, das passiert dann halt. Und ich finde, das macht das Spiel schon irgendwie ganz witzig. Also es ist halt vom Prinzip her ein Würfelersatz. Ne? Ihr könnt dann hier zwischendurch noch, wenn ihr es freigeschalten habt, einmal für euren Wurf die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass ihr was bekommt. Und sie haben ja halt einfach das Grundelement genommen von Spiel des Lebens und haben es runtergebrochen auf ein Minispiel, wo Kinder dran drehen können. Und ja, wie findet Sam das? Was sagst du dazu? Das finde ich gut. Das haben wir auch schon echt oft gespielt. Ja, das fetzt, ne? Dieses Drehen an dem Rad. Ja. Also am Ende ist es halt doch alles ganz schön Glücksfaktor. Und ja, wenn ihr gewinnt, dann habt ihr halt gewonnen. Also ihr könnt da nicht euer Kind auch mal gewinnen lassen, wenn ihr feststellt, dass es, also das funktioniert in dem Sinne halt nicht. Ihr müsst mit dem leben, was ihr da eben gedreht habt. Ja. Aber es macht Spaß. Genau, und es ist so ein kleines Buch dabei, wo die Geschichte erklärt ist, so Größe Pixie-Bücher. Von dem Miff. Miff. Von dem Miff.
Größe Pixie-Buch. Das habe ich Sam jetzt auch schon dreimal, glaube ich, vorgelesen, weil er es immer wieder niedlich findet. Was denn? Nicht? Das ist unmöglich. Ja, Niff. Ja, du bist dran. Okay. Alle meine Zähne. Gefällt uns gut. Dann haben wir hier noch Quacksalber und Co. Ist jetzt halt auch kein neues Spiel mehr, war Kritiker, Kinderspielpreis, bla, 3 auf der Nominierung. Nominierung zum Kinderspiel. Ach, es ist gar nicht geworden. Was quatschen wir denn überhaupt über so einen Blödsinn hier? Ist aber fertig. Quacksalber oder Quacks und Co. Ist vom Prinzip her Quacksalber in der Kids Edition. Ihr lauft so einen Track hoch und müsst mit eurem Tier, mit dem ihr unterwegs seid, einem Esel, einem Schwein oder irgendwas in der Art, ein Schaf oder eine Kuh gibt es noch, und habt so ein bisschen Backbuilding. Ihr habt da so quasi einen Back, einen kleinen Beutel, und packt da, je nachdem, wie viel Rubine ihr eingesammelt habt, kauft ihr euch dann Dinge, die ihr dann da reinpacken könnt. Nicht im, wie im Originalspiel gibt es, also es gibt keinen Kessel, der in dem Sinne explodieren kann, weil man das mit dem Push-Your-Luck übertrieben hat. Dieses Push-Your-Luck-Element haben sie hier entfernt. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie es drin gelassen hätten, weil Kinder finden das auch lustig, Push-Your-Luck. Wir haben es ja gesehen bei dem Spiel mit den Elefanten hier, Plankenplumpser. Wenn ihr wissen wollt, worüber ich rede, dann schaut euch doch einfach das andere Video an, wo wir über Plankenplumpser gesprochen haben. Ja, das müsste hier oben erscheinen. Wir haben schon mal ein Kindervideo gemacht. Könnt ihr euch Plankenplumpser gerne mal angucken. Push-Your-Luck-Spiel, was auf jeden Fall hier schon für viel Gelächter gesorgt hat. Quacks und Co. Ja, ihr zieht halt immer ein so ein Chip aus dem Sack. Und wenn ihr 3 Fails, Schlafkraut in dem Fall, gezogen habt, dann schläft euer Tier ein. Ihr müsst eine Runde aussetzen und nutzt die Chance zum Shoppen. Ansonsten zieht ihr munter fröhlich weiter und entweder ihr geht auf dem Track hoch oder ihr kriegt einen Rubin. Das ist das Spiel wirklich auf seine Basis runtergebrochen. Man kann es mal spielen, auch nicht als Erwachsene. Und mit Kindern muss man sagen, es ist unglaublich glückslastig. Ja. Also dadurch, dass dieses Push-Your-Luck-Element nicht da ist, du ziehst halt einfach jede Runde ein so ein Ding raus und hoffst halt, dass du hochgehst, und wenn da schon einer, zwei, drei Achter drin hat und zieht die einfach immer wieder raus und du ziehst deinen nicht, dann ist der oben im Spiel und du bist bei der Hälfte. Und du ziehst wie Martin immer das Schlafkraut und schläfst 3 Runden hintereinander. Ja, also wir hatten schon Runden, da war Sam quasi im Ziel und ich habe noch nicht mal ein Drittel der Map gesehen gehabt, weil ich einfach die ganze Zeit das Schlafkraut gezogen habe. Ja, Zufall gibt es, Zufall nimmt es, aber hier triffst du eigentlich sehr wenig eigene Entscheidungen, außer was kaufe ich mir, und am Ende entscheidet eigentlich nur, was ziehst du aus dem Beutel. Also für mein Befinden manchmal auch ein bisschen frustrierend. Also haben wir auch bei unserem Kind gesehen, wenn der zu viel Schlafkraut oder einer rauszieht und der andere zieht los, findet er das auch sehr frustrierend, was da passiert. Weil dafür dauert es dann auch zu lange. Also man spielt hier schon eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn du jetzt hier alle meine Zähne spielst mit dem Miff, da bist du halt nach 10 Minuten bist du durch. Bei den anderen Spielen, die gehen ja meistens alle nur 10 Minuten, da bist du relativ schnell durch. Hier spielst du eine halbe Stunde, und wenn das nicht läuft, dann musst du das Schicksal eine halbe Stunde lang ertragen. Ja, wir haben es auch abgebrochen schon, ne? Wir haben es auch schon mal abgebrochen, ja, weil er einfach nicht vorangekommen ist. Also das ist tatsächlich, es ist schön designt, das ist eine coole Umsetzung auf Kids vom Original her. Es ist für Kids auch spielbar, er versteht es halt auch. Es steht ab 6 drauf. Also, wir spielen schon eine Weile, also es ist auch für Kleinere schon verständlich. Ja, es ist okay. Ja. Muss ich mal sagen. Man kann es mal mit ihm spielen. Aber so 2 Runden hintereinander, da langweile ich mich dann halt schon, weil dafür passiert zu wenig. Also es ist halt sinnlos, die Sachen aus dem Sack ziehe und aufs Feld lege. Ist okay. Wäre jetzt von allen Spielen, die wir vorgestellt haben, auch eher weiter hinten in der Liste von uns und auch von unserem Kind. Ja. Hast du noch eins? Oder soll ich hier gleich? Dann kommt jetzt nur noch Speziale. Speziale, und zwar Speziale ist ein Puzzle. Das hat uns Puzzle U zur Verfügung gestellt. Auch dafür Dankeschön, wie an Asmodee, für die ganzen anderen Spiele. Es ist ein Puzzle für unser Kind, und hier steht es drauf, es hat tatsächlich 1000 Teile. Aber das Besondere an diesem Puzzle ist, die 1000 Teile sind aufgeteilt, immer in 25er Päckchen, sodass man also dieses 1000-Teile-Puzzle in kleinen Abschnitten puzzeln kann. Und ich kann mir halt ein 25er Packen nehmen, oder aber, so wie Sam es dann auch von alleine schon gemacht hat, er hat sich dann auch mal 2 oder 3 Packen zusammengenommen und hat die zusammengepuzzelt. Hat dann also auch, ich glaube 100 war das meiste, was er sich genommen hat bis jetzt. Ich glaube 3, also 75, aber ich weiß es nicht genau. Die Puzzleteile sind relativ klein, also das Puzzle wird auch insgesamt nicht so groß. Man braucht also auch keine Riesenfläche, auch wenn es jetzt 1000 Teile sind. Das Motiv sind halt Märchen, Tabaluga fliegt oben drüber. Unterschiedliche Märchen. Ein bisschen, Wimmelbild. Genau, ein Wimmelbild. Also ist auch beim Puzzeln entdeckt man witzige Sachen, die so versteckt sind in dem Bild. Und Sam hat es jetzt, glaube ich, schon 3-mal
Ich glaube, dreimal hat er schon zusammen gepuzzelt, ja. Dreimal auf jeden Fall. Das Einpacken nervt voll. Ja, das Einpacken ist ein bisschen anstrengend. Das nervt etwas, ja. Aber das Grundprinzip, so ein großes Puzzle auf kleine aufzuteilen, ist total cool. Und Sam freut sich natürlich riesig, wenn er das große Puzzle geschafft hat. Ja. Auch wenn er eigentlich nur ganz viele kleine Puzzle gemacht hat. Aber für ihn ist das, er hat das große Puzzle geschafft. Also mag sein, dass der eine oder andere das Prinzip da draußen vielleicht auch schon länger kennt. Ich weiß es nicht, wie lange es das Prinzip gibt. Ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich finde, es ist eine wunderschöne Idee mit einem tollen Motiv, dass man sagt, hey, komm, wir brechen das 1000-Teile-Puzzle runter und du baust dir den Schwierigkeitsgrad einfach selber zusammen. Und wenn er sich dann da drei nimmt und hat 75, das ist dann schon eine ordentliche Portion für ihn. Ja. Und wenn er das dann fertig gemacht hat und nimmt sich direkt die nächsten 75, dann denke ich, Mensch, er ist schon ausdauernd, das kleine Kerlchen. Und er freut sich dann halt auch darüber. Ne? Also eine tolle Idee. Also auch wenn es jetzt kein Kinderspiel ist, es ist ja trotzdem Zeit, die man mit den Kindern verbringt. Und genau. Und der kann halt auch puzzeln, wie er will. Also er kann sich die einzelnen Päckchen, er kann erst den Rand machen oder er macht halt eine Reihe und dann die Reihe drüber. So kann er das auch nochmal variieren und ja, er ist da auch sehr kreativ. Er nimmt dann auch einfach mal ein Päckchen aus der Mitte und puzzelt es erstmal zusammen. Ja. So wie es passt. Ja, ein schönes Motiv. Genau. Kann man schon mal ein bisschen was entdecken. Genau. Guck mal, Mama, da ist Rapunzel, die hat einen ganz langen Zopf. Ja. Abschließend. Also das war dann das Letzte, ja. Das Warten. Ich hoffe, ja, 32 Minuten, wir sind hier recht gut durchgeprügelt, viele Spiele kurz erklärt. Soll ja auch nicht zu lange dauern und so viel gibt es ja zu den Spielen auch gar nicht zu sagen. Ich habe hier gerade mal seitwärts ins Regal geguckt. Aha. Und auch das haben wir in dem anderen Kinderspiele-Video schon erwähnt. Ich habe es nur gerade gesehen und dachte, ich sage an dieser Stelle mal, dass Zauberberg bei uns immer noch regelmäßig auf den Tisch kommt. Sam hat es jetzt letztens im Regal wieder entdeckt und dieses Ich lasse Murmeln rollen ist halt immer noch faszinierend, finden auch Erwachsene faszinierend. Also das kommt noch regelmäßig auf den Tisch. Genauso wie Plankenplumpser von den Spielen, die wir mal in anderen Videos besprochen haben. Mhm. Nur mal so als Feedback, was noch so von den anderen Spielen auf den Tisch kommt jetzt. Die bleiben durchaus auch länger. Ein Jahr älter ist, genau. Im Schrank, genau. Und die kommen dann oben in seinen Schrank. Ein paar dürfen hier unten im Wohnzimmer stehen. Und wenn er dann mal wieder oben in seinen Schrank guckt, dann fallen ihm doch Spiele wieder auf und dann will er die auch mal wieder spielen. Und wir haben ihm jetzt auch beigebracht, jetzt wo die ganzen neuen Spiele gekommen sind. Er hat sich da riesig drüber gefreut, aber wir haben ihm gesagt, pass auf, so und so viele Spiele sind gekommen. Das passt nicht mehr alles in dein Fach rein. Du musst mir jetzt 2 oder 3 Spiele geben, die dafür aussortiert werden, die weg können. Und dann hat er sich da vorgesetzt und hat sich ein bisschen Kopf gemacht und hat uns das dann gegeben. Das wäre mein Tipp für euch Eltern da draußen. Bringt eurem Kind an dieser Stelle auch gleich bei, kein Sammelsuchtverhalten jetzt in dem Fall an den Tag zu legen, sondern auch einfach ein gewisses Maß an Ordnung gleich zu lernen und sich auch von Sachen zu trennen, mit denen man dann halt eben nicht mehr spielt. Ja, da kann man hier gleich, glaube ich, einen wichtigen Grundstein fürs Leben einfach legen. Und was total niedlich war beim Aussortieren, er hat dann auch gesagt, das Spiel war schön, aber das möchte ich nicht mehr spielen. Das können wir noch für Tim aufheben. Das war auch süß. Unser 2-Jähriger. Genau, der hat jetzt also auch schon ein Fach in seinem Schrank, wo die Spiele gesammelt werden, die er dann bald irgendwann anfängt zu spielen. Wir werden es erleben. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was man so sagen kann. Ja. Habt ihr ein Kinderspiel, was kürzlich rausgekommen ist oder was bei euch ständig auf den Tisch kommt, was ihr toll findet? Oder kennt ihr eins von denen, die wir hier schon gerade angesprochen haben? Dann schreibt es einmal gerne in die Kommentare. Hier nochmal eine Schnellaufnahme vom Abo-Hubschrauber, dass ihr das auch nicht vergesst und lasst ein Like da. Und du darfst jetzt abmoderieren. Ich darf abmoderieren? Operieren. Ja, das kommt überraschend. Es war mir eine Freude mit dir, mein Schatz. Immer wieder gern. Ja. Und damit sage ich Tschüss und winke, winke. Bis zum nächsten Mal beim Will King. Ciao. Tschüss.